Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch, wie wir Blaubeermet herstellen. Der sogenannte Met ist Honigwein, das heißt, wir benutzen hier keinen Zucker, sondern Honig und daher bekommt auch der Wein sein Aroma. Zum Aromatisieren des Weins benutzen wir Blaubeeren, die wir im Sommer gesammelt haben. Diese haben wir eingefroren. Und davon geben wir nun ca. 300 Gramm in den Weinballon. Wir benutzen hier einen kleinen Ballon, der ca. 5 Liter fasst. Für den Weinansatz wird Zucker benötigt, der Hefe als Nahrung dient. Bienenhonig besteht etwa zu 80% aus Zucker und zu 20% aus Wasser. Wir wiegen hier jetzt 930 Gramm Honig ab und geben diesen in ca. 2,5 Liter Wasser. Das Wasser erwärmen wir auf ca. 40 Grad Celsius, heißer sollte es nicht sein, da ansonsten die Inhaltsstoffe des Honigs zerstört werden. Im Wasser schmilzt der Honig nun und wir erhalten die gewünschte Zuckerlösung, die wir für den Weinansatz brauchen. Diese geben wir dann zu den Früchten in unseren Weinballon. Da die Früchte noch gefroren sind, lassen wir das Ganze dann ca. 1-2 Stunden lang bei Zimmertemperatur stehen, da es für die Hefe auch nicht zu kalt sein darf. Dieses Grundrezept für Honigwein kann man übrigens mit diversen Früchten machen. Den Hefeansatz haben wir schon 3 Tage vorher gemacht. Dazu benutzen wir eine Kultur Reinzuchthefe der Rasse Portwein. Diese geben wir in etwas Fruchtsaft und dann vermehrt sich die Hefe schon mal, bevor wir sie jetzt in den Weinballon geben. Die Hefe wandelt den vorhandenen Zucker dann in Alkohol um. Das dauert in Summe bis zu 10 Wochen. In diesem Weinansatz bestehend aus Honig, Wasser und Blaubeeren befindet sich nun relativ wenig Fruchtsäure, daher setzen wir noch etwa 10 ml Milchsäure zu. So ein Weinansatz sollte einen Säuregehalt zwischen 4 und 8,5 Gramm pro Liter besitzen. Dies verhindert die Vermehrung von unerwünschten Mikroorganismen und verbessert außerdem den Geschmack des fertigen Weins. Da bei der Gärung CO2 entsteht, welches entweichen können muss, verschließen wir den Gärbehälter nun mit einer sogenannten Gärkappe. Dies ist ein mit Wasser gefülltes Ventil, das CO2 aus dem Ballon austreten lässt, aber von außen keine Luft hinein. Nun lassen wir den Ansatz mit den Früchten ca. 2 Wochen lang gären und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt filtern wir die Früchte heraus und pressen sie dann noch gründlich aus. Da sich in den Blaubeeren Kerne befinden, könnten diese den Wein negativ beeinflussen, falls sie die kompletten 10 Wochen im Gäransatz bleiben. Wir haben übrigens schon aus sehr vielen Früchten Wein hergestellt. Auf dem Kanal befindet sich eine Playlist mit diversen Sorten. Seht euch diese gerne mal an. Außerdem verlinke ich sie euch in der Videobeschreibung dieses Videos. Diese Fruchtrückstände pressen wir nun vollständig aus. Man könnte daraus aber auch noch etwas anderes herstellen, zum Beispiel Fruchtleder. Dazu findet ihr ebenfalls Videos mit einigen Anregungen in der Videobeschreibung. Sobald der halbfertige Wein gefiltert ist, geben wir ihn zurück in den Gärballon. Theoretisch könnte man ihn auch jetzt schon probieren, allerdings ist der Zuckergehalt noch extrem hoch und der Alkoholgehalt ist noch sehr niedrig, sodass er nicht haltbar wäre. Wir verschließen den Gärballon wieder mit der Gärkappe und lassen das Ganze etwa 8 Wochen lang weiter gären, bevor wir ihn endgültig abfüllen. In dieser Zeit setzt sich auch die Hefe und alle Schwebstoffe komplett am Boden ab und den Wein gießen wir jetzt von diesem Bodensatz vorsichtig ab. Wir benutzen hier außerdem ein T-Sieb aus Papier. Mithilfe dieses Filters bekommen wir alle Schwebstoffe restlos heraus. Kippt man den Weinballon ganz langsam, wird auch der Bodensatz nicht aufgewirbelt. Durch die Blaubeeren hat der Met eine schöne hellrote Farbe bekommen und außerdem ein dezentes Blaubeeraroma. Honigwein schmeckt sowohl kalt als auch heiß. Mit ein wenig Zimt ist das ein perfekter Glühwein. Das war's für heute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen!